So, hallo Leute, da bin ich mal wieder bei Minecraft. Nicht dran stören, ich habe jetzt Fraps auf Half-Size gestellt. Und das kriege ich, glaube ich, keine HD-Videos mehr zusammen. Ich muss den Ton ein bisschen leiser stellen. So, fertig. Und ja, vielleicht sind da dann die Performance-Einbrüche mal weg, dass das Geruckel aufhört. Alter, ist die Musik laut. Ich hab doch eh schon immer leiser gestellt. So. Ich überspringe dich mal. Egal. So. Und ich hoffe, dass das jetzt reibungsloser funktioniert. So, gelbe Blümchen nehme ich mal mit. Wäre halt schön, dass es nicht mehr ruckelt und deswegen Half-Size mal ausprobiert. Ich kann auch durch das ein bisschen schneller rendern. Hab dann wieder mehr Zeit für Let's Plays. Sehe ich gleich, ob es ruckelt. Weil hier ruckelt es ja gern mal, das wissen wir ja mittlerweile. Naja, ein bisschen geruckelt ist immer noch, aber für das, dass ich die Optionen höher gestellt habe, also die Quality vom Spiel erhöht habe, ja, ruckelt es nur hier. Hier ruckelt es. Hier habe ich so ein Loch, hier ruckelt es immer. Wieso auch immer, aber es ruckelt. So, die Bäume müssen, glaube ich, weg, weil die stören ein bisschen. Inventory. Inventory. Ich habe die Maus schon wieder verkehrt eingestellt. So. Jetzt passt das. Ah, nichts dabei. Dann hau ich halt hier mal das Grünzeug weg. Mit einem Blümchen. Ein bisschen Farbstoff. Für Dinger mal vielleicht. Für Wolle. Ah, ich bin heute schon wieder so Laberscheiße im Hirn. Aber was soll's? So, und ich will halt das mit Half-Size aufnehmen, weil so mehr Zeit bleibt zum Aufnehmen. Und wenn es euch stört, sagt es einfach, schreibt es in die Comments. Ich würde es gern wissen. Weil dann könnte ich immer noch hergehen und das wieder Full-Size machen. Aber wenn nicht, dann lasse ich es so. Dann kriege ich auch mal ein bisschen Freiraum für die Minecraft 200. Da will ich ein bisschen was machen. Und da brauche ich Zeit für. Wohl oder übel. So, hier war's. So, Blümchen. So, rein damit. Ja. Ich brauche eine Axt. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Steinaxt. Na, ist super. Habe ich ja auch. Toll vorgeplant. So. Jetzt hau ich die zwei Bäume noch schnell weg. Und den geht an. Da muss ich Sand schaufeln für meinen. Ja, bringt nicht viel, aber ich habe ja auch die Grafikeinstellung wieder hochgeschraubt. Also, da darf es dann ein bisschen ruckeln. Da habe ich jetzt nichts dagegen. Von mich habe ich jetzt nicht den Mordsrechner. Dann passiert das halt mal. So. Ja, komm. Jetzt komm klar. Nee, das wird, glaube ich, so nix. Hilft nicht. So. Jetzt mache ich die hier mal weg. So. Zerfällst du? Zerfall zu Staub, du elendiger Baum. Und hier mache ich mal einen Erdklotz her, wenn hier nicht schon wieder Wiese ständ. So. Hier wollte ich sowieso noch was machen. Und für das brauche ich ja auch das Sand. Den Sand wollte ich sagen. Weil die Lava will ich irgendwo erhalten. Aber für das muss ich, glaube ich, noch Vorkehrungen treffen. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Du musst leider auch dran glauben. Glaub mal fest dran, Junge. Glaub ganz fest dran. So. Ist eigentlich schön geformt, das Ding. Nicht reinfallen, wäre unklug. Ich bin so der Vertreter, ich fall gern mal in Lava. Nicht aus voller Absicht, aber weil es mir passiert. So, ich hätte auch gleich gucken können, ob ich Glas habe. Ich bin so unfähig heute schon wieder.
Und ich bräuchte mal eine Stelle, wo ich wirklich viel Sand abschaufeln kann. Und die suchen wir auch dann gleich, hoffe ich, wenn ich dazukomme. So. Wenn ich nicht hier anderen sinnlos rumlaufen würde. Hier könnte ich schon wieder abernten. Will ich aber gerade nicht. Eilt ja nichts. Schweinis. Kühe. Müsste ich auch mal notschlachten, die Leute. Nochmal Kinder zeugen lassen und dann umbringen. Und dann alles bis auf die Kleinen umbringen. So, jetzt gucke ich mal. Habe ich Glas? Habe ich Glas? 33 Blöcke. Reicht mir das? Das weiß ich gar nicht. Wolle. Ah, ich habe noch 30 Sand. Noch irgendwo was Glasmäßiges oder was ich zu Glas machen kann. Nee, sieht nicht so aus. Ach ja, könnte am Ruckeln gerade auch liegen, weil ich im Hintergrund noch hochlade. Also, ich bin heute ein bisschen unter Zeitstress. Deswegen mache ich auch jetzt schon die Aufnahme, obwohl ich noch hochlade. So, was könnte ich denn noch mitnehmen? Ach ja, Wolle wollte ich mitnehmen. Ach, deswegen auch die Blümchen. Ich bin so blöd. So. Nee, da sind sie nicht drin. Hier sind meine Blümchen, meine gelben. Ich glaube aber, die 10 Blümchen werden nicht reichen. So. Löwenzahngelb. Ja, hopp. 20. Und wie färbe ich die jetzt? So, gelbe Wolle. Blub. 20 Stück. Da mache ich mich mal auf die Socken. Wir hatten ein bisschen. Ach, weißt du was? Ich könnte ja doch ein Gatter machen für meine. Na, ihr wisst schon, für meine Schäfchen. Da muss ich nicht immer so weit laufen. Wie viel Holz habe ich denn bei? Ja, dürfte reichen. So, hier rein. So. Dann können wir leichter Wolle klatschen gehen. Ja. Ich brauche erstmal Holzplanken. So. 64. So. Plupp, Stickies. Hier nochmal Stickies. So. Ich brauche jede Menge Zaun wieder. So. Wie gehabt. Wenn wir schon wieder ein größeres Gatter machen. So. Dürfte hoffentlich reichen. Hier mal ein bisschen sortieren. Dann geht das auch ein bisschen flotter dann. So. Ey. Machst du hier zu? So. Danke. Ich hätte mal eigentlich gleich wieder so ein Tor machen können, aber das vergesse ich ja jedes Mal. So, und wo mache ich hier das Feld für die Wolle hin? Unsere Wolle-Großproduktion. Oh, da hinten könnte ich Sand schaufeln. Die Fläche wird sich fast anbieten, wenn ich die hier so angleiche. Ja, ich will schon ein Riesenfeld mit Schafen haben. Also so, dass das nicht mehr ganz so feierlich ist. Weil dann können wir ja natürlich Wolle klatschen ohne Ende, so wie wir es gerade brauchen. Hier steht ein Zombie. Zombie, wo bist du? So, Licht, Kamera und Action. Nö, keine Action. Hier wird es aber eh schon wieder dunkel. Finde ich auch toll. Na, super. Ich werfe hier Rüben. Also hier so ein riesen Gatter mache. Dann mache ich hier mal kurz noch ein bisschen Erde weg. So. Bei Schafe anlocken werde ich ein bisschen leichter können.
Und da muss ich mich auch schon wieder ins Bett legen. Das ist immer... Ach ja, und wirklich, sag mir bitte Bescheid wegen... was ich jetzt machen soll. Half-Size, Full-Size. Ist ja die Qualität von den Videos. Und wie euch das gefällt, dann sagt es einfach. Und ich will jetzt nicht künstlich meine Videos auf HD trimmen. Und obwohl sie es nicht haben. So einer bin ich nicht. Das will ich nicht. Und... es werdet ihr wohl auch verstehen. So. Und jetzt bauen wir dann das Gatter, dass wir ganz viel Wolle kriegen. Dann können wir... na, komm, geh durch. Können wir Wolldinger machen. Na, hörst du das Ruckeln auf? Mir bricht gerade die Framerate wieder ein, aber wieso? Komisch. So, egal. Ach komm, scheiß drauf. Hier die Erde auch noch weg. Warum bekomme ich hier so einen Riesengatter? So, wo ist meine Erde? Erde, Erde, so. Die Samen werfe ich bald weg, das ist ja... die braucht ja kein Mensch mehr. Schaf, komm lieber raus da. Wo röchelt hier der Zombie? Das ist ja... immer dieser Fanclub hier, das ist ja super. So. Dann kann ich... muss ich hier noch ein bisschen zustutzen, aber was soll's. So. Hier so anfangen. Hier ein bisschen größer werden. So, da sind auch schon 15 Zaun weg. Und das Gras nervt echt. So. Ich weiß ja nicht, wie oft, dass ich schon Rasenmäher gespielt habe. Dass ich hier was Anständiges hab. So. Dass ich hier auch anständig bauen kann. So. Jetzt mache ich hier mal zu. Wie oft, dass ich jetzt hier in dem Let's Play schon solche Gatter gebaut habe. Aber ich verspreche, das ist dann, glaube ich, Schluss. Da muss nichts mehr umzäunt werden. Und da jetzt die Schafe immer permanent Wolle kriegen, bietet es sich an, jetzt die umzäunen. Bin ich jetzt mal der Meinung, so. Und ich bin gierig. Natürlich mache ich dann ein Riesending draus. Ohne Lücken, wenn es geht. So. Weil ja die Schafe Platz zum Austoben haben wollen. Na? Scheiß Gras. Und ich natürlich viele reinstopfen will. Und da müssen wir nicht immer so lang laufen. Bevor wir genug Schafe gefunden haben. Nein, nein. Ja, so wollte ich. Und mir geht schon wieder der Zaun aus. Ich glaube aber, dass das eh schon reicht. So, so, so. Hier müsste ich noch irgendwie zuschaufeln. Aber habe ich noch Erde?